Herzlich willkommen bei uns an Bord. Während Corona uns nun mal alle einbremst, heißt das aber noch lange nicht, dass wir uns keine Gedanken über einen schönen Segeltörn in besseren Zeiten machen dürfen. Ganz besonders gefreut haben wir uns über die vielen positiven Kommentare zum Turnvorschlag Seeland in Episode 37. Rundwalcheren ist der heutige Turnvorschlag. Ganz im Süden der Niederlande, da wo der Rhein sein riesiges Delta zur Nordsee hinbildet, entstanden vor Jahrhunderten große Inseln. Sicherlich ist der Süden Hollands Urlaubstouristen durch den Besuch in Domburg, Vlissingen, Middelburg oder Fähre gut bekannt. Die Halbinsel hier im Süden ist dreigeteilt: Nordbeveland, Walcheren und Südbeveland. Je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung steht, ist der Turn rund Walcheren sicherlich in 3 Tagen gut zu schaffen. Ich möchte euch aber möglichst viele schöne Plätze zeigen, die ihr dann für euch zu einem individuellen Turn zusammenstellen könnt. Auf geht es bei uns natürlich wieder in der Rumport Marina. Der Blick auf die Wetterkarte zeigt leichten Wind aus Nordost. Das heißt, die Runde wird gegen den Uhrzeigersinn gefahren, um auf der Nordsee gute Bedingungen anzutreffen. Wir können reinfahren, aber wir sollen vor der Brücke bleiben. 15,35 Meter Durchfahrtshöhe bescherten uns damals den Luxus, bei jedem Wasserstand unter der festen Brücke der Rumportsluis hindurch in die Nordsee zu gelangen. Wir planen unsere Abfahrtszeiten stets so, dass wir nicht gegen die Tide in die Westerschelde einlaufen müssen. Es gehört hier im Delta-Gebiet etwas Erfahrung dazu, dass es dann auch in der Praxis so klappt wie gewünscht. Der ausführliche Gezeitenatlas oder die Navionics-Karten auf dem Plotter helfen hier besonders. Per Telefon reservieren wir sicherheitshalber im De Ruyter Hafen einen Liegeplatz. Die wechselhafte Geschichte Vlissingens erzählt von Eroberungen und Zerstörungen durch Engländer und Franzosen. Im Zweiten Weltkrieg war es von der deutschen Wehrmacht besetzt, bis es am 1. November 1944 durch die alliierten Streitkräfte von Breskens aus befreit wurde. Vlissingen ist die einzige holländische Küstenstadt, deren Promenade nach Süden ausgerichtet ist. Von hier aus werden die Lotsen bei jedem Wetter zu einlaufenden Frachtschiffen gebracht. Die De Ruyter Marina in Vlissingen ist tidenabhängig. Deshalb ist es natürlich bei der Turnplanung besonders wichtig, auf günstige Tide zu achten. Günstig heißt hier nicht nur, dass genug Wasser über dem Drempel steht, sondern dass der Strom draußen in der Schelde auch für uns die richtige Richtung hat. Der Wettergott meint es heute richtig gut mit uns. Das Warten vor der großen Schleuse und vor den diversen Auto- und Eisenbahnbrücken wird so zu einer entspannten Skipper-Trainingseinheit.
Freundlich empfängt uns der Hafenmeister und weist uns einen Liegeplatz zu. Wie so viele Städte in der Gegend ist auch Middelburg im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört worden. Das heute historisch wirkende, lückenlose Stadtbild entstand durch eine großflächig geplante Rekonstruktion in den Nachkriegsjahren. Nach einem wunderbaren Abend in der Stadt Middelburg fahren wir am nächsten Tag durch den Kanal weiter nach Fähre. Zunächst lassen wir Fähre aber Backbord liegen und biegen ins Verse Meer Richtung Nordwesten ab. Das Verse Meer wurde 1961 durch die Errichtung des Sandkriegdamms im Osten und des Fersegattdamms im Nordwesten zum Binnenmeer. 13 unbewohnte Inseln und Sandbänke bieten Ankerplätze und kleine Steganlagen zum Übernachten. Sicherlich sollte der Tiefgang des Bootes nicht allzu groß sein, ist doch das Verse Meer recht untief und flach. Schnell wurde klar, dass das Binnenmeer nur durch den ständigen Wasseraustausch mit der Osterschelde und der Nordsee eine gute Wasserqualität behalten kann. Dass das System funktioniert, zeigt unsere sehr gute Muschelernte. Das Rezept für die herrlichen Miesmuscheln findet ihr in Episode 16. Als uns dann eine Schlechtwetterfront erreicht, verholen wir uns mitten in der Nacht in die Marina von Fähre. Die sehr hilfsbereiten Eigner des antiken Schleppers Equinox lassen uns in der Dunkelheit längsseits festmachen, denn die Marina ist rappelvoll. Wie sich später herausstellt, ist es ein Lotsenkapitän aus Vlissingen, der unsere prekäre Situation sofort erkennt. Vielen Dank nochmal für die Hilfsbereitschaft. Das Verse Meer ist ein besonders gutes Revier für Familienurlaub mit Kindern. Besonders lohnen sich Besuche nicht nur in Fähre, sondern auch in Frauenpolder, Kamperland, Wolpertsdijk oder Kortgene. Als wir das Verse Meer in Richtung Osterschelde verlassen, überholt uns die Equinox mit Marschfahrt in Richtung Sandkriegschleuß. In der Hauptsaison kann es hier schon einmal zu längeren Wartezeiten kommen, wenn viele den guten Wind auf der Osterschelde nutzen wollen.
Der Betonhafen direkt neben der Rumpurzlois bietet bei fast jedem Wetter einen guten Ankerplatz. Er wird von vielen Seglern auf der Durchreise genutzt, wenn sie nicht komfortabel in der Marina Rumpurt übernachten wollen. Es ist mittlerweile Anfang Juni. Die Heckenrosen und viele andere Pflanzen stehen in voller Blüte. Nach der Fertigstellung der Deltawerke im Jahre 1986 wurde aus der ehemaligen Sandbank eine künstliche Insel, der Neltejans. Ein Freizeitpark und das Besucherzentrum der Deltawerke liegen in dem großen Naturschutzgebiet der Osterschelde. Mit dem Dinghy fahren wir an Land und beobachten die Möwenkinder vom Neltejans. Aber tausende von Möwen haben hier am Neltejans ein hervorragendes Brutrevier gefunden. Hier sind es hauptsächlich Silber- und Mantelmöwen, die sich das Revier aufgeteilt haben. Gefahr für den Nachwuchs geht hier hauptsächlich von einigen Füchsen in der Gegend aus. Nach ca. 28 Tagen Brutzeit schlüpfen die kleinen Nestflüchter und rennen bettelnd hinter den Altvögeln her. Wir können sogar eine große Eiderente beim Brutgeschäft beobachten. Die unglaubliche Tarnung lässt sie in der Umgebung unsichtbar werden. Die Eier sind gut von den Möweneiern zu unterscheiden. Nach der Fertigstellung des großen Sperrwerks nahm übrigens die Intensität der Gezeiten um etwa ein Viertel ab. Dadurch verschwanden Tierarten, die den Meeresarm ursprünglich bewohnten. Im Laufe der Zeit etablierten sich Tierarten, die mit den veränderten Bedingungen besser zurechtkamen. So hat der Eingriff des Menschen in das Biotop zu einem Artenwechsel im Bereich der Osterschelde geführt. Die enorme Vielfalt wird aber oft erst bei genauerem Hinsehen sichtbar. Uns fasziniert das Revier gerade deshalb seit vielen Jahren. Vielleicht konnten wir euch mit diesem kleinen Einblick in den Süden der Niederlande neugierig machen. Wir wünschen euch Gesundheit und immer eine Handbreit rum in der Bilge, bis es wieder heißt: Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola.